Dieses Jahr konnte das Leobner Wiesenfest wie gewohnt auf der Brandlwiese stattfinden. Nach den Auftritten der Werkskapelle Birgel und Bergmeister und von Radio Steiermark DJ Erich Fuchs unterhielten zuerst die Nockis und dann in Vertretung von Matthias Reim, Semino Rossi die Wiesenfans. Weil man ein Verrückter ist. Aber wenn man die Stimmung sieht, die heute hier ist, in diesem Fest, bei der Schlagernacht des Jahres, da muss ich ganz ehrlich sagen, da zahlen sich alle Mühen aus. Ist einfach super geil. Es ist im Prinzip ganz egal, wo wir auftreten. Wir freuen uns immer auf den Auftritt, es ist immer schön. Aber hier oben Steiermark ist sowieso schön. Also wir sind ja in der Steiermark ein bisschen zu Hause. Wir haben ja zwei Steirer dabei, und das, oder drei eigentlich, nicht in der Band. In der Band haben wir zwei dabei, aber bei der Technik auch. Und deswegen, ja, Steiermark ist schön, hier oben sowieso. Ja, und die Zuseher vom MEMA TV möchte ich ganz, ganz besonders herzlich grüßen. Freue mich, dass wir endlich einmal in diesem tollen Fernseher sein dürfen. Also, ich hoffe nicht das letzte Mal. Und immer einschalten, was heißt MEMA TV. Die Nocke sind auch dabei. Alles Liebe. Ganz ehrlich, das Besondere am Wiesenfest ist, dass einfach die Leute traditionell herkommen, egal, jetzt ist der Semino Rossi eingesetzt worden, Matthias Reim hat abgesagt, und man sieht, die Leute kommen einfach nicht nur mit dem Künstler her, sondern einfach, weil sie was zum Feiern haben. Und das ist der Mensch, sich selbst zu feiern. Das ist eine große Freude, hier heute Abend hier zu sein. Ich wollte, Matthias Reim sollte normalerweise kommen, und sie haben mich gebeten, ob die das machen könnte. Und ich habe gesagt, sofort mache ich gerne. Weil ich das Zelt gesehen habe, das ist etwas ganz Besonderes, ein wunderschönes Ambiente. Und ich hoffe, dass den Leuten kann mich meine Musik schon gut gefallen. Hallo, ich bin Semino Rossi und ich grüße alle MEMA TV ganz herzlich. Alles Liebe.